ist Entspannung in der Ukraine-Frage in Sicht. In der im April 2014 eigenmächtig ausgerufenen Volksrepublik Donetsk, deren politische Führung Russland nahesteht, haben viele Menschen daran Zweifel. Es sieht so aus, als würden sich die Ukraine und Russland in Sachen Verhandlungen beginnen zu bewegen. Also besteht die Hoffnung, dass sich etwas bessert. Aber Gott weiß, ob das eintritt. Wir wünschen uns, dass es eintritt. Nichts wird sich ändern. Die tun nur so, als ob, um zu zeigen, dass Gespräche stattgefunden haben. Ich bezweifle stark, dass sie irgendetwas entscheiden. Der Krieg hat in Donetsk und Umgebung Spuren hinterlassen. Beschädigte Gebäude zeugen von den Kämpfen, die seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten eigentlich nie ganz aufgehört haben. Alle meine Kinder leben in der Ukraine. Natürlich würde ich gerne einfacher dorthin reisen können. Ich wünsche mir, dass sie zurückkommen, aber das tun sie wahrscheinlich nicht. Immerhin, sie leben. Mehr als 14.000 andere Menschen kamen durch den Krieg um.